Jetzt geht es los. Ihr habt soweit gewählt. Das Qualifying Belgien ist für mich vorbei. Also leg mal los. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen bei F1 2017. Der Karriere. Ich will gleich mal was ansprechen, was Lobendes. Wenn ich hier auf X drücke, sieht man die Fahrerverwaltung. Man kann wieder mehrere Profile anlegen. Das war zuletzt bei F1 2014 der Fall. Bei 2015 gab es keine Karriere. Aber auch da gab es keine verschiedenen Profile. Bei F1 2016 ebenso wenig, bei der zurückgekommenen Karriere. Und jetzt ist es wieder da. Ich finde es immer ganz amüsant, wie bei den Sportspielen von Jahr zu Jahr dann Funktionen verschwinden, die dann einfach ein paar Jahre später dann wieder auftauchen. Manchmal auch als große Neuerung angepriesen werden. So eben auch das hier, wird nicht angepriesen, aber ist nun mal jetzt wieder da. Aber schön, dass es wieder so geht. Na, da wollen wir loslegen. Die Karriere. Teamwahl. Wähle jetzt ein Team aus. Jedes Team hat andere Erwartungen und Bedingungen. Wähle also mit Bedacht. Mit Bedacht und mit Ruhe. Die Abstimmung hat Folgendes ergeben. Renault, keine Stimme. Williams 4 und Toro Rosso 11. Also wählen wir Toro Rosso. Teamerwartungen. Rivalen im Mittelfeld schlagen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir liegen knapp hinter Renault, was das Leistungsdatenblatt angeht. Dann wählen wir Toro Rosso. Teamkollege Carlos Sainz. Karriere starten, abbrechen. Ich glaube, wir legen erstmal los, ehe wir abbrechen. Also los. Blitzqualifying, nö. Komplett. Einführungsrunde, ein Schaltgetriebe, 50% und 72 KI-Fahrerstufe. Das gehe ich erstmal an. Ich lese gerade schon da drüben diesen kleinen Baum ohne Zweige. Also KI-Fahrerstufe werde ich jetzt einfach mal von Rennwochenende zu Rennwochenende schauen. Ich dürfte in etwa mit 72 da liegen, wo ich bei F1 2016 war. Jetzt weiß ich nicht, wie F1 2017 so mit der KI ausgelegt ist. Ob mir vielleicht das Spiel mit der Fahrphysik auch entgegenkommt. Deswegen werde ich da einfach jetzt mal von Rennwochenende zu Rennwochenende schauen. Zumal es ja auch eben Unterschiede bei den einzelnen Strecken gibt. Also wenn ich an F1 2016 denke, ja klar, wo die KI überhaupt nicht so dufte war, Monza und Brasilien und Abu Dhabi zum Beispiel, da war es ziemlich knüppeldick. Und dann gibt es eben auch Strecken, die mir nicht so liegen. Da schauen wir einfach mal. Das Schöne ist, wir können es jetzt in kleinen Stufen anpassen. Ich hoffe, die Unterschiede sind auch wirklich klein von Stufe zu Stufe. Training, das Training erstreckt sich über drei separate Sessions. Das Qualifying, drei separate Sessions. Und Rennergebnisse in einem einzelnen Rennen ermittelt. Ja, toll. Profikarriere? Nein. Abbrechen. Wollte da bloß mal hin, aber ich habe erst gedrückt und dann gelesen, was da oben steht. Dann gibt es hier nichts mehr zum Einstellen. 50 schalt an. Ich kontrolliere lieber nochmal. Komplett. Lustig. Man kann das freie Training wieder zu Beginn nicht ändern. Das finde ich auch komisch. Codemasters hat in den vergangenen Jahren bei den Spielen immer nach und nach Einstellungen freigegeben. Warum das jetzt wieder erstmal nicht geht, verstehe ich nicht. Würde sich da was ändern? Aha. Das ändert sich mit der Renndistanz, die Zeit. Hängt vielleicht mit der Reifenabnutzung zusammen, wobei eher nicht. Die Zeit, die du fährst, hat ja nichts mit der Rennlänge zu tun. Okay, wenn sie meinen. Also nochmal komplett an Schalt 50, 72. Weiter. Kommt jetzt Emma? Nee. Jetzt stellen wir noch gleich unsere Fahrhilfen ein. Komplett 50. Wenn ich an die dritte Saison bei F1 2016 denke, Brasilien, da habe ich ja aus Versehen mal 100% eingestellt. Und da ist das Spiel dann auch später abgeschmiert. Renneinstellung. Rückblenden an, für den Fall der Codemasters-Fälle, Parkvermeh natürlich an, Autoschaden, Simulation bitte, Safety Car an,
Stränge, regulär. Gibt es wieder streng und regulär, genau. Einführungsrunde an Schaltgetriebe. So, und... Valven, ach okay, mache ich gleich noch. Jetzt bin ich erstmal hier, genau. Das kann man nicht ändern. Valven. Elite. Bremsassistent aus, ABS aus, Traktionskontrolle aus, Ideallinie aus, Schaltgetriebe, Boxenstopp-Assistent aus, Boxenstopp-Freigabeassistent auch aus. Was die letzten beiden Punkte bedeuten, weiß ich. Also einerseits kann man jetzt den Boxengassenbegrenzer selbst reinhauen. Da werde ich im freien Training mal etwas spielen. Und man muss jetzt auch selbst nach einem Boxenstopp wieder selbstständig losfahren mit Tierkupplung, also Schaltwippe, ziehen und dann eben Gas geben und loslassen. Das habe ich schon gemerkt, weil ich schon die Einstimmung für das Rennwochenende in Italien gefahren bin. 22% Karriere-Modifikator, Punkte-Modifikator, weil viele Fahrhilfen aus, nämlich alle. Gut. Dann bin ich bereit. Steht auch wirklich 50%. Da schaue ich jetzt, wie gesagt, nach Saison 3 in Brasilien lieber nochmal drüber. Dann legen wir mal los und ich warte auf Emma und auf ein neues Gesicht. Ich weiß schon, wie er heißt, ihr wahrscheinlich auch, aber Session starten. Das Laden wurde schon längst abgeschlossen. Aber wir dürfen trotzdem noch warten. Und es lädt wieder. Hoffentlich stürzt es nicht ab. Ich will nicht, dass es lädt. Der hat doch schon geladen. Warum ist Laden noch nicht abgeschlossen? Ui. Plastikblümchen? Obst? Guten Tag. Emma Jenkins. Kommt mir bekannt vor, der Name. Und das respektiere ich. Aber mein Klient hat eine Meisterschaft zu bestreiten. Bei unserer Teilnahme sind diese Lizenzbedingungen also verpflichtend. Blümchen? Ja, in Ordnung. Sagen Sie mir rechtzeitig Bescheid. Wiederhören. Dass die immer so widerspenstig sind. Tja, Berater, Manager. Naja, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ich muss vor dem Rennen noch ein paar Dinge mit dir klären. Erstens, wie verlangt, eine Kopie deines Vertrags. Es ist ein bindender Vertrag. Das Team behält sich aber das Recht vor, ihn bei Nichterfüllung der Anforderungen zu beenden. Du bist nur zweiter Fahrer, aber arbeite hart, erreiche deine Ziele und ich kann mehr rausholen. Ich werde auch versuchen, dich in ein paar Einladungsevents unterzubringen. Die Erfahrung und die Publicity wären gut für dein Image. Außerdem kannst du ein paar historische Autos fahren. Also dann, auf zu deiner nächsten Session. Viel Glück. Danke. Pirelli-Reifenfarben an der Wand. Finde ich mal gut gemacht. Kommt man mal aus dem Fahrerlager, aus dem Paddock raus. Neuer Vertrag. Guten Tag, Mick. Willkommen bei Scuderia Toro Rosso. Wir freuen uns, dich im Team begrüßen zu dürfen und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit in der nächsten Saison. Du startest neben deinem Teamkollegen Carlos Sainz als zweiter Fahrer. Wir setzen eure Arbeit zur schnellen Weiterentwicklung des Autos und Teams voraus. Genug der Worte und ran an die Punkte. Mit freundlichen Grüßen, Teamleitung. Franz Toast. Ach, umsehen. Geht das jetzt mittlerweile? Oh! Geil! Aber... Hä? Aha. Das Pedal, was ich gar nicht als Bremspedal habe, das geht. Wir haben gar kein Dach über dem Kopf. Das geht mittlerweile, ey. Bei F1 2016 wurde das Umsehen immer angezeigt, aber es ging nie. Das ist ja cool. Obst. Was ist das daneben? Eine Lampe? Zwei Gläser und eine Flasche. Ein Glas und eine Flasche. Wo ist Anthony Davidson? Das ist lustig, sich umschauen mit dem Lenkrad. Na gut. Erstmal an den Rechner setzen. Laptop-Einführung. Mit diesem Laptop kannst du deine Karriere verwalten, wenn du nicht auf der Strecke bist. Nimm dir ruhig ein wenig Zeit und mach dich mit den Optionen und verfügbaren Informationen vertraut. Wenn du bereit bist, mach dich auf zur Teamgarage und beginne deine erste Trainingssession.
kennen wir an sich schon, sieht es bloß eben etwas anders aus. Was auch anders aussieht, ist der Helm. Der hat jetzt keine weiße Grundierung mehr, wie bei F1 2016. Nö, da habe ich mir eine schwarze gegönnt. Fahrzeugmanagement. Hoho, wenn ich schon den Text sehe und dann, was da im Hintergrund schon auf uns wartet. Der Antriebsstrang besteht insgesamt aus 6 verschiedenen Komponenten. Jede Komponente hat ihre Schwächen, die zur Abnutzung beitragen. Fahrstil und Streckentyp sind ausschlaggebend für die Lebensdauer der Komponente. Wenn eine Komponente abgenutzt ist, entstehen negative Nebeneffekte, die deutliche Auswirkungen auf die Leistung des Fahrzeugs haben. Die Lebensdauer der Komponenten kann maßgeblich verbessert werden, indem die F&E-Upgrades in der Strapazierfähigkeitsabteilung erworben werden. Nach offiziellem Reglement dürfen über die gesamte Saison hinweg 4 Exemplare jeder Komponente verwendet werden. Diese können zwischen Sessions oder sogar währenddessen beliebig ausgetauscht werden. Ich sehe schon allerdings, ja, Strafplätze. Allerdings erfordert diese... Ach, dies Zeit. Ja klar, der Ausbau, Umbau. Sollten zusätzliche Komponenten, jetzt kommt's, benötigt werden, kann um diese ausgesucht werden. Was? Was habe ich denn jetzt gelesen? Sollten zusätzliche Komponenten benötigt werden, kann um diese ausgesucht werden. Das ist eine interessante Wortwahl. Allerdings werden die Teams dafür mit einer Rückversetzung in der Startaufstellung bestraft. Puh, Verbrennungsmotor 1 von 4. Genau. Das sind dann die Kürzel. Wir sehen dann bei der MFA, sehen wir dann Kürzel, Turbolader ist ausgeschrieben, genauso wie Getriebe. Wo sehe ich denn hier das Getriebe? Das ist hier gerade gar nicht da. Verbrennungsmotor habe ich schon gesehen, weil ich die Einstimmung für Monza gefahren bin. Erwartet Lebensdauer 188 Runden. Die MGUK, das ist die Bremsenergie, die gewonnen wird. Das sind die Abgase. Energiespeicher sind die Batterien. Turbolader ist der Turbolader. Und Steuerung, Steuerelektronik, ja, Steuergeräte, die das Zusammenspiel schalten. Momentan ausgerüstet die 1. Einheit 1 von 4. Abnutzung 0 Runden 0%. Ausgerüstete Upgrades 0 von 4. Der Verschleiß 0%. Exzessives Hochdrehen nutzt den Motor ab. Ein abgenutzter Motor führt zu einem Leistungsverlust. Schön, dass es alles erklärt wird. Freut mich, dass das jetzt auch geht. Wobei ich andererseits auch sage, toll, dass wir jetzt auch unsere Teile noch mehr schonen müssen. Zuvor die Reifen, seit F1 2015 ganz besonders, weil das eben da so gut umgesetzt war. Und jetzt womöglich, weil es auch so gut umgesetzt ist, die einzelnen Teile. Die Formel 1 und die Sparerei. Aber es gehört nun mal leider dazu. Ich hätte beinahe die 2 ausgewählt. Ach, das auch wieder. Getriebe, wie komme ich denn da hin? Triebwerk, Getriebe. Ach da, Getriebe ist extra, okay. Wie komme ich denn da hin? Ah, okay. Warum ist denn das extra? Triebwerk, Getriebe. Wie alle anderen mechanischen Komponenten verschleißt auch das Getriebe durch Gebrauch. Ein abgenutztes Getriebe neigt eher dazu, eine Fehlfunktion zu haben oder ganz auszufallen. Apropos Schaltprobleme, die gab es schon bei F1 2016. Teilweise über mehrere Strecken hinweg und teilweise, wenn ich an die 4. Saison denke, gegen Ende, ab Ungarnrennen hatte ich fast gar keine Schaltprobleme mehr. Waren die da schon vorgesehen und sind dann wirklich einfach eingetreten? Oh nee. Ah, das war eher ein Spielfehler bei F1 2016, weil das war zu krass. Es ist daher wichtig,
die Getriebeverteilung über die gesamte Saison hinweg effektiv zu managen. Hier, alle 5 Rennen ein neues Teil. So in der Theorie, in etwa. Für besondere Strecken wie zum Beispiel Monza oder Belgien könnte man einen extra neuen Motor einsetzen. Man kann ja jetzt auch gleich beim zweiten Rennen schon Motor 2 einsetzen und dann im dritten Rennen Motor 3, vierten Motor 4 und dann im fünften wieder Motor 1. Solange man nicht über die 4 Komponenten jeweils hinauskommt. Ausgerüstetes Upgrade 0 von 5, Einheit 1 von 4, Streckenzeit 0, 0, Abnutzung, Schrägstrich, Verschleiß auch 0. Wochenendraufen, Reifenabteilung, kann man die jetzt frei wählen? Nein, oder? Jetzt frage ich mich gerade, ist das wie in der echten Formel 1, dass man die ersten Rennen da nichts ändern kann? Ich kann den Laptop schließen, ich kann zum ersten freien Training gehen, aber ich kann hier nicht ausgewogen, weich oder hart auswählen. Aktuell gar nichts. Ich drücke gerade alle Knöpfe, die mir zur Verfügung stehen. Hier gehe ich ja bloß wieder rüber. Nee. Gehe zu Training ein, Laptop schließen, verpflichtend. Da drüben, hier kann ich auch nicht mit dem Steuerkreuz durchschalten, da geht gar nichts. Ressourcenpunkte, es steht aber ausgewogen da. Ich schätze mal, für die ersten Rennen ist das wie in echt vorgegeben von Pirelli. Weil neue, größere Reifen, Streckenakklimatisierung, das kennen wir schon aus F1 2016. Oh, ist mehr geworden, ne? Vor allem hier unten. Schauen wir uns mal an, wie die abspielen. Ich teile es, glaube ich, ein. Ich gehe dann zwischen T1 und T2 nochmal hier rein. Wie viele sind es denn? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Heißt 5 pro... Ja, 5 pro. Das im freien Training verfügbare Streckenakklimatisierungsprogramm ermöglicht es dir, die Strecke kennenzulernen, während du Ressourcenpunkte für die Entwicklung deines Autos verdienst. Markierungen auf der Strecke zeigen dir die Schlüsselstellen an. Je mehr du davon bei entsprechender Geschwindigkeit durchfahren kannst, desto mehr Ressourcenpunkte verdienst du am Ende. Versuche, mehrere erfolgreiche Schlüsselstellen hintereinander zu meistern, um einen Beständigkeitsbonus zu erhalten. Gut, Stefan Römer ist auch noch da. Finde ich toll, dass es erklärt wird. Wir kennen es zwar schon, aber vielleicht gibt es da die ein oder andere Kleinigkeit, die wir noch nicht kennen, die wir hier mitnehmen können. Deswegen schaue ich mir das gerne an. Ja, Streckenakklimatisierung, wenn die Tore so blöd gesetzt sind wie hinten bei der Burg in Baku. Reifenmanagement. In der Formel 1 müssen große Distanzen beständig zurückgelegt werden. Deshalb sind das richtige Reifenmanagement und eine geringe Reifenabnutzung von entscheidender Bedeutung. Mit dem im freien Training verfügbaren Reifenmanagement-Programm lernst du das Reifenmanagement kennen, während du Ressourcenpunkte für die Entwicklung deines Autos verdienst. Lenke mit Bedacht, um das Rutschen der Reifen und so die Abnutzung zu verringern. Je besser dir das gelingt, desto höher ist deine Punktzahl und desto mehr Ressourcenpunkte erhältst du. Du wirst Reifenmanagement und Geschwindigkeit gut abstimmen müssen, da du unter der vorgegebenen Rundenzeit bleiben musst. Wenn sich der Balken auf dem Bildschirm in den roten Bereich bewegt, bedeutet das, dass deine Reifen in diesem Teil der Runde stärker abnutzen als vorgesehen. Wenn er im violetten Bereich ist, nutzen sie weniger ab. Versuche im grünen oder violetten Bereich zu bleiben, um den Test erfolgreich abzuschließen. Ich finde das Ressourcenprogramm so toll. Das fand ich so toll bei F1 2016. So eine tolle Neuerung. Im freien Training verfügbaren Qualifying-Tempo-Programm wirst du herausgefordert, die vorgegebene Zeit, die einer erwarteten Position in der Startaufstellung entspricht, zu schlagen. Schließe 3 Runden mit der schnellsten Reifenmischung mit Vollgas ab, um die bestmögliche Zeit zu fahren. Wenn du dein Ziel erreichst, verdienst du Ressourcenpunkte. Das Problem ist aber, mittlerweile kann man Teile verschleißen, wenn du im freien Training mit aufgedrehtem Motor fährst. Ich glaube, ich werde eher darauf verzichten. Das DRS hoffentlich irgendwann mal in naher Zukunft abgeschafft. Das Drag Reduction System oder DRS
öffnet eine Klappe am Heckflügel, um den Luftwiderstand zu verringern und die Geschwindigkeit auf Geraden zu verbessern. Fahrer können dieses System in bestimmten DRS-Zonen einsetzen, solange die Strecke trocken ist. Im Training und Qualifying gibt es keine zusätzlichen Einschränkungen für das DRS. Im Rennen darf das System allerdings nur eingesetzt werden, wenn der Fahrer eine Sekunde oder weniger hinter einem anderen ist. Beachte den Balken am unteren Teil deiner Multifunktionsanzeige, wenn du dich einer DRS-Zone näherst, um deinen Abstand zum Aktivierungsbereich zu sehen, und aktiviere es, indem du auf den DRS-Knopf drückst, sobald die Anzeige erscheint. Und die MFA. Die Multifunktionsanzeige ist ein unerlässliches Werkzeug, das Fahrern die Kontrolle über ihr Auto gibt und wichtige Informationen während eines Rennens sichtbar macht. Auf der MFA kann man zwischen den Bildschirmen hin und her wechseln, um auf Einstellungen wie Bremskraftverteilung oder Reifenanpassung beim nächsten Boxenstopp sowie den Zustand des Autos, Bauteiltemperatur und Rennstrategieinformationen zuzugreifen. Wenn du mit deinem Ingenieur über Funk sprichst, kannst du ebenfalls auf der MFA deine verfügbaren Befehle sehen und auswählen. Gut, und den Rest schauen wir uns dann später an. Jetzt gehen wir erstmal los. Gehe zu Training 1. Mach mal doch, gibt dir nichts weiter zu bedenken, oder? Ich glaube nicht, deswegen drücke ich jetzt. Heute braucht das Spiel aber lange. Kommuniziert's wieder mit Steam? Ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer aus aller Welt. Das heutige Training für den Großen Preis von Australien geht gleich los. Wenn ich wieder dieses Logo sehe. Okay, da redet jemand Englisch, das ist der Streckensprecher. Wenn ich dieses Logo da wieder sehe, das offizielle Formel 1 Logo von FOM, vom Formel 1 Management. Ich habe ja schon die Einstimmung für Italien aufgenommen. Ich wollte das eigentlich mal testweise auf YouTube hochladen. Aber habe ich noch nicht gemacht. Werde ich dann wohl nochmal machen müssen. Werde ich womöglich rausschneiden müssen, wenn mir dadurch die ganze Folge gesperrt wird. Garagentutorial. Was ich gerade merke, ich habe die Spiegel, die Cockpit-Kamera, die habe ich auf den Ferrari abgestimmt. Der Ferrari hat Spiegel, die weiter nach außen gehen. Die Bügel sind deutlich länger. Deswegen habe ich gerade zu viel Luft zwischen dem Spiegel und dem Bildschirmrand. Fällt mir gerade so auf. So, Jeff? In der gnadenlosen Welt der Formel 1 sind freie Trainings ein wesentlicher Teil jedes Rennwochenendes. Während deiner Formel 1-Karriere kannst du diese Trainings nutzen, um Trainingsprogramme abzuschließen, bei denen du die Strecke kennenlernen und Punkte verdienen kannst, die du dann für die Entwicklung deines Autos investierst. Im Laufe dieser Trainings kannst du auch deine Autoeinstellungen anpassen, um noch ein paar Sekunden Bruchteile herauszuholen. Guten Morgen, Jeff hier. Ich freue mich schon, als Renningenieur mit dir zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, du hattest eine geruhsame Nacht, denn wir haben heute eine Menge Arbeit vor uns, um uns auf die neue Saison vorzubereiten. Wir sind bereit, das Auto anzulassen. Warum fährst du nicht raus und sorgst für ein paar Runden auf deinem Konto? Er sagt, er heißt Jeff, aber er klingt ganz entfernt wie Jeff. Haben die Stimme geändert oder haben sie einfach andere Filter für den Funk drüber gelegt? Gefällt mir ein klein wenig nicht so. Mal gucken. Also er hat noch, ich glaube, es ist bloß ein anderer Filter. Aber er klingt auf jeden Fall anders. Session Info, da dreht gerade jemand den Motor auf. Umsehen geht hier auch. Krass. Wir haben noch keine Reifen einer Rennsimulation unterzogen. Uns stehen noch mehrere Sessions zur Verfügung. Die Zeit drängt also noch nicht. Aber irgendwann sollten wir uns für ein Reifenabnutzungsprogramm Zeit nehmen. Dieses Ranzoom, was ihr da gerade gesehen habt, das liegt einfach daran, dass das Spiel eine Standardeinstellung für die Cockpit-Ansicht hat. Und ich habe eben eine Benutzerdefinierte, damit ich auch die Rückspiegel komplett nutzen kann. Denn in der Standardeinstellung siehst du die Rückspiegel bestenfalls nur zu einem Drittel. Und das ist nicht Sinn der Sache. Deswegen habe ich da die Cockpit-Kamera einfach meinen Bedürfnissen
angepasst, deswegen zuckt es da so rein. Etwas unschön, aber hey, nicht so schlimm. Auto, Einstellung, Laden. Benzin ist mittlerweile ganz vorne, besonders gut im Qualifying, musst du dich nicht mehr durchschalten. Genau, mein Setup. Dann gucken wir mal aufs Wetter, ob an diesem Rennwochenende schon mit Regnen zu rechnen ist. Gut, ich kümmere mich um die Änderungen. Ich will mich an der Stelle nochmal bei euch bedanken für eure Stimmen und danke, dass ihr den Wunschwagen meinerseits gewählt habt. Benzin sparen. Ach, die Teamziele sind jetzt da oben. Okay. Oh, die bringen 50. 50 Punkte. Also nochmal danke generell für eure zahlreichen Stimmen. Und auch danke, dass ihr meinen Wunschwagen gewählt habt, denn ich finde den Toro Rosso einfach optisch schon mal den... Nur ein paar Wagen sind auf der Strecke. Vielleicht sollten wir jetzt raus, bevor es voller wird. Danke für die Unterbrechung. Ich finde den Toro Rosso optisch den schönsten Wagen in der 2017er Saison. Hat eine schöne Form, eine schöne Lackierung und die Nase ist mit Abstand die schönste. Insofern freue ich mich besonders. Übersicht. Wetter mit Y weiterhin. Trocken. Nur Sonnenschein. Oh, Wolken. Aber Qualifying trocken und Rennen auch trocken. Gut, zeitreife Übertragung. Oh ne, da kommt auch dieses Formel 1 Logo. Finde ich nicht gut. Kommt bloß... Ah, das kommt jedes Mal. Wobei, da steht F1 2017, ne? Muss ich mal sehen. Muss ich vielleicht ein Schwarzbild drüberlegen. Ah, finde ich... Ja, ich finde es toll, dass auch Originalgrafiken verwendet werden. Aber wenn man dann wirklich Videos auf YouTube macht und das strenge Formel 1 Management dann einfach sagt, nee, gehört uns, Video gesperrt, dann nervt das in der Nachbearbeitung einfach sehr. Eieiei. Ich muss da ja immer hin, wenn ich zum Session beenden will. Na, man kann es auch überspringen. Okay, Wetter wissen wir, dann Streckenakklimatisierung. Mach mal. Ja, Start. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Bin bereit. Also ich habe ja schon ein paar Runden gedreht, auf den einzelnen Strecken jeweils eine Runde für die Setups. Jetzt darf ich gleich den Boxengassenbegrenzer nicht vergessen. Was mir eben sofort aufgefallen ist, was schon vorhersehbar war. Genau, Begrenzer ist noch drin, mache ich selbst aus. Die Wagen haben mehr Abtrieb als die alten Wagen, das merkt man eben in der Kurvengeschwindigkeit besonders. Und die Walzen sind größer geworden, also die Reifen. Das bedeutet wiederum, dass man mehr Kontakt zum Boden hat. Und verbunden mit dem erhöhten Abtrieb presst es den Wagen einfach noch mehr auf die Strecke. Heißt, man kann besser rausbeschleunigen mit den Wagen. Und das fand ich in den ersten Runden sehr, sehr angenehm. Der Wagen ist gerade etwas leiser. Gut, reinkommen. Standardbenzin. Gut. Also ich muss sagen, mit den paar Runden, die ich schon gedreht habe, es macht verdammt viel Spaß, mit dem Wagen, mit dem erhöhten Abtrieb, einfach um die Kurven zu flitzen. Das macht richtig Laune. Reifen stehen gelassen. Schon leicht abgenutzt. Teile nicht. Ach, das wird was. Bei F1 2016 hat man ja schon geschont. Ja, also diese Saison bei F1 2017 mit dem Cheater-Lenkrad, wo einfach mehr geht, auf den Pedalen und dann eben auch noch mit den Wagen. Kommt mir das entgegen? Ich denke schon. Schauen wir mal. Zone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Hab ich hier nicht.
wird, glaube ich, bloß zu Beginn angesagt. Weiß gar nicht mehr, wie es bei Fallen 2016 war. Ja, teilweise bin ich ja schon dann auch bei F1 2016 einzelne Kurven in höheren Gängen gefahren. Wird sich hier auch nochmal Richtung nach oben ändern. Da heißt es einfach reinkommen. Ein Gefühl für entwickeln. Ich glaube, hier ist der vierte zu hoch. Der dritte scheint mir optimal zu sein. Bei dieser Kurve. Hier hinten kann ich dann gleich den sechsten, was? Ach so, Reihe 5 Kurven aneinander. Hier kann ich an sich den sechsten wählen, da bin ich ja meistens mit dem fünften durch. Hier sollte mit dem vierten auch wieder Pflicht sein, vor allem eben mit diesem Jahr. Hier könnte man dann mit weicheren Reifen auch den sechsten Gang in Betracht ziehen. Ich muss mich ein klein wenig an die neuen Geräusche da gewöhnen. Das war grün, oder? Nee, lila. Ja, die Geräusche sind anders. Gute Arbeit. Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Versuchen wir jetzt jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Fünfter Gang war mir jetzt etwas zu hoch an der Stelle. Den dritten Gang kann ich hier, glaube ich, vergessen. Der ist schon mit den härtesten Reifen zu niedrig. Erstmal reinfitzen. Also ganz besonders, dass man jetzt noch eher aufs Gas steigen kann. Da muss ich noch ein Gefühl für entwickeln. Wird aber schon, genauso wie der Umstieg oder die Eingewöhnungsphase mit dem G920. Mal etwas 2000. Genau, die Kürzel ES, Energiespeicher. SE heißt dann Steuereinheiten, Steuergeräte. Der Rest ist dann selbsterklärend, teilweise herausgeschrieben. Getriebe, Turbolader. Ne, Turbolader nicht, sehe ich gerade. Verbrennungsmotor ist ausgeschrieben. Klasse, du hast diese Strecke so gut wie gemeistert. Das ist eine sehr starke Grundlage für das Wochenende. Na, fünfter Gang war jetzt besser. Bin die Kurve anders angefahren mit der Erfahrung aus der letzten Runde. Auf jeden Fall Spaß. Also was die Wagen in den Kurven gehen können, toll. Oh. Nicht so toll. Alles in Ordnung? Sag. Was man in den Kurven so gehen kann. Ich werde es wieder so machen. Dann mache ich es mal hier. Ah, dieses Logo ist auch hier. F1 2017 aber. Im freien Training. Im freien Training gönne ich mir wieder Rückblenden. Werde ich aber an Grenzen halten. Hat ja auch bei F1 2016 dann wunderbar funktioniert, wie ich finde. Und im Qualifying und im Rennen ist dann zick im Normalfall ganz klar, wenn es ein Fehler meinerseits ist. Upsa, zwei Dünn. Das Einfachste wäre eigentlich, wenn ich beim Schwarzbild, wenn ich bei dem Logo, wenn es halt wirklich mal anschlagen sollte, einfach ein komplettes Schwarzbild drüber lege. Da muss ich mir aber auch die Stellen merken, ey, wenn ich dann so ein dickes Rennen hochlade. Gut, normalerweise dann bloß beim Start der Session müsste ich dann dieses Logo haben, diese Animation. Ansonsten im Rennen ja nicht. Aber wenn ich da mal was vergesse, ey, und dann das hochlade, dann merke ich, oh, hier, vergessen, Video gesperrt, kriege ich auch schon die Kratze. Fahr diese Runde in die Box, dann können wir die Daten analysieren. Na los! Bin ich wieder kacke reingefahren? Ein Renault wartet hinter uns.
Aktuell auf der 9. Ja, später bremsen kann man mit dem Wagen auch noch etwas. Naja, erstmal reinkommen. Kommen Sie in die Tore weg, fahre ich wieder schneller. Habe ich ganz besonders in der vierten Saison gemerkt. Bevor dir das Benzin ausgeht, Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. In der vierten F1 2016 Saison gemerkt, als ich eben keine Ressourcenpunkte mehr gebraucht habe beim Renault, weil er eben verausgebaut war. Da habe ich ja dann die Streckenakklimatisierung liegen gelassen und bin meine eigene in Anführungszeichen gefahren. Und teilweise stehen die Tore auch ziemlich blöd. Mal gucken, wie die Erfahrung hier sein wird. Den Renault fahre ich schon mal nicht weg, der ist aber auch schneller als wir. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Laut Leistungsdatenblatt ist der schneller als wir. So, Boxengassenbegrenzer kann ich nicht schon reinhauen, ja. Okay. Aber ich sollte dennoch selbst runterbremsen. Wenn ich einfach den reinhaue, gibt es keine starke Automatikbremse. Okay, okay. Habe ich mich für die Renneinstimmung für Italien noch nicht getraut, da zu experimentieren. Wollte da keine Strafe einfahren. Aber das kann ich ja hier im freien Training machen. Finde ich gut, dass es den Boxengassenbegrenzer gibt. Wie gesagt, zuletzt kannte ich den aus F1 2000, dem Spiel von EA. Lang, lang ist her. 17 Jahre. Oh, jetzt mit Schwenkarm. Tja, ganz schön modern. Gut, den Rest fahre ich dann wieder in T2 und T3. Ach nee. Ach, Teamziele nochmal. Achso, Benzinsparen. Achso. Benzinsparen ist ein eigenes Ressourcenprogramm. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 32,6. Okay. Okay. 3 Runden. Also, das freie Training wird etwas länger gehen. 5 Runden. Rennstrategie. Wurde entwickelt, um Richtwerte für Reifenabnutzung. Hey, dafür hast du das Reifenmanagement da. Und Benzinverbrauch zu ermitteln. Aha, neu ist dann der Zusatz Benzin. Oh. Dann fahre ich das Reifenmanagement jetzt mal. Und Benzin sparen. Aha, Lift and Coast. Wird schon lange gemacht. Mache ich nicht. Mag ich nicht, es geht mir dann doch zu weit. Leistungssteigerung, ich lese mir gerade mal selbst durch. Animieren. Ja, Lift and Coast wird hier nochmal erklärt. Am Ende der Gerade den Wagen einfach rollen lassen. Ich lese hier nochmal kurz durch. Der Test erfordert bis zu 5 Runden. Renntempo. Okay, neu ist das dann hier bei der Rennstrategie. Auch Benzinverbrauch eine entscheidende Rolle spielt. Warum man das jetzt einzeln macht, warum man das nicht hier mit reinsteckt. Die beiden vor allen Dingen. Benzinspann ist auch nochmal extra. Naja, man will einfach, dass man noch mehr Zeit im freien Training verbringen kann, die ganzen Minuten noch besser ausnutzen, um einfach gewisse Programme abzuspulen, wie sie es ja auch in echt machen. Im Spiel fährt man zum Beispiel nicht mit den Messgittern herum, die den Abtrieb messen sollen. Das erste Rennen der Saison ist immer etwas schwierig für uns auf der Strecke, aber auch für das Team in der Werkstatt, da das Auto nach dem Wintertest zum ersten Mal gefahren wird. Je konstanter dein Sprit verbraucht ist, desto mehr hilft uns das weiter. Reifenmanagement aber jetzt nur noch 3 Runden, nicht mehr 7 Runden. Okay. Wie viele Runden fährt man insgesamt? Hier 3, 9, 12, 17. Zuvor waren es immer
3, 6, 13. 4 Runden mehr. Okay. Fertig. Dann machen wir das jetzt auch noch. Dann mache ich in T2 Benzinsparen und Rennstrategie. Und in T3 dann das Qualifying-Tempo. Ah ja. Ist noch etwas neu. Boxengassenbegrenzer. Auf der Strecke ist gerade nichts. Ich lasse mal den Verschleiß offen. Interessiert mich brennend, wie viel ich da schon im freien Training liegen lasse. Fahrer vor mir. Ericsson vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:31,7. Meine beste Runde? Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1:32,6. Schnellste Runde insgesamt. Hab gerade etwas lange überlegt und dann kam das Falsche raus. Ich muss nur mal in Ruhe gucken, ob es jetzt neue Funksprüche gibt. Also jetzt 4 Runden weniger Reifenmanagement. Ich muss mal gucken, ob ich hier vielleicht nicht im dritten Gang durchfahre. Könnte so eine 2,5-Gang-Kurve werden. Oh, leicht die Wand touchiert. Ja, zu weit raus. Gewinnt man, hups. Ericsson liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:31,7. Da war ich gerade noch beim alten Lenkrad. Das heißt alt beim F430. Jetzt ist ja auch älter. Zeitlich gerade deutlich hinten dran. Die Reifen fühlen sich so weit, so wohl. Okay, vierter Gang ist hoch, aber muss man ja auch mal ausprobieren. Ist gar nicht mehr Echtzeit da oben, der Rückstand. Der wird nicht mehr jeden Meter ermittelt, der wird jetzt schrittweise ermittelt. Das wird vielleicht dann so ein Flackern verhindern, wenn man gerade bei plus minus null ist. Mal gucken. Ja, dritter Gang ist super. Werde ich demnächst auch so fahren. Zeit habe ich jetzt wieder deutlich aufgeholt, dann werde ich mal die zweite Runde richtig rangehen. Okay, wir müssen das Tempo hochschrauben. Wir erreichen unsere Ziele nicht. Wir werden das Programm erneut durchführen müssen, wenn wir das Delta nicht in den grünen Bereich kriegen. Wird schon. Gib mir etwas Zeit zum Reinfetzen in die neuen Sachen. Zu früh gebremst? Vorsicht, oh, Randstein hält. Ja, hoher Randstein, das ist ja auch gewissermaßen gewollt, aber lustig, damit kann ich die Runde auch vergessen. Kann aber auch gefährlich werden, wenn ein Randstein einen so fängt, der kann den Wagen auch komplett aushebeln. Sollte man da lieber einfach Wiese oder Kies hinmachen, anstatt hohe Randsteine oder irgendwas anderes. Randsteine, die Radaufhängung zum Brechen bringen. Etwa in Österreich. Die Runde kann ich damit auch vergessen. Was ich auch interessant finde, das Spiel läuft jetzt nochmal eine ganze Ecke flüssiger.
im Selbstfahren als im Benchmark. Ist mir auch schon beim Zeitfahren aufgefallen, allerdings bist du beim Zeitfahren alleine. Da muss keine KI mitberechnet werden. Aber auch hier, ich habe hier locker 80, 90 FPS. Unsere Reifendaten sind nutzlos, wenn wir keine repräsentative Geschwindigkeit haben. Wenn wir unser Delta nicht in den grünen Bereich kriegen, müssen wir das Programm wiederholen. Naja, ich halte mich ran. Ja, man glaubt's gar nicht, wie spät man hier bremsen kann. Draußen hat man besonders am Reifenverschleiß gemerkt. Das war zu viel des Guten, meinen die Reifen. 6 Zehntel Vorlauf. Aktuell sind wir weiterhin Letzter. Zeitlich gesehen eine Sekunde Vorlauf, Reifen grenzwertig. Na, etwas weit rausgekommen, geht aber noch. Lila Bereich und über eine Sekunde Vorlauf, letzte Runde hat endlich gepasst. Klar, das Programm ist abgeschlossen. Wir haben genügend brauchbare Daten. Kehre bei der nächsten Gelegenheit in die Box zurück. Dann sehen wir uns das mal an. Lässt sich sehr schön fahren. Hülkenberg jetzt hinter uns, wie auf der 9, Sainz auf der 8. Allerdings auf härteren Reifen. Ich muss mich noch weiter strecken. Aber es wird schon. Auf jeden Fall viel Spaß, also dass die Reifen jetzt womöglich auch mehr aushalten, langlebiger sind, dass man mit denen einfach viel mehr an die Grenzen gehen kann, weniger sparen kann, aber dennoch darauf achten muss und dann eben die erhöhte Kurvengeschwindigkeit, das kommt mir sehr entgegen. Das macht nämlich Spaß, um die Kurven zu heizen. Besonders die Kurven sind ja das Tolle beim Fahren. Ausfahren kann jeder. Man freut sich zwar auch über dicke Geschwindigkeiten und dann verbunden mit Überholmanövern, aber tolle Kurven sind ja ganz besonders toll. Zweiter Gang wieder. Dann schon mal das Reinfahren üben. Tempolimit 60. Und grün. Es flackert aber zwischen grün und rot gegen Ende. Sehr verwirrend. Ich hoffe, Autopilot und alles drumherum, das hält sich in Grenzen. Generell bin ich mal gespannt, was uns alles erwartet. Also, ich meine ganz besonders Codemaster-typische Sachen. Irgendwelche Fehler? Oder doofe KI? Ja, bisher habe ich da noch nichts Schlimmes gesehen. Kommt aber einfach mit der Spielzeit. Ich finde die ganzen Tests, die immer vorab zu den Spielen, besonders bei den Nicht-Story spielen. Die finde ich mal ganz amüsant. Da spielen sie halt 6 bis 12 Stunden ein Spiel und geben dann einen Test ab und dann sind halt die größten Schnitzer überhaupt nicht drin. Also die Tests, die spiegeln dann überhaupt nicht wieder ganz grob schon. Das, was man eben sieht, was einem sofort positiv auffällt. Zum Beispiel die ganzen Übersichten oder was jetzt einfach beachtet wird. Teilabnutzung und dergleichen. Aber das Detail, das kannst du da nie herauslesen. Das finde ich bei Tests dann immer, ja. Zum Vergessen. Wir sind fertig mit Tier 1. Schnell rüber, bevor das böse Logo kommt. Durchführen sollten, ist das Qualifying-Programm. Bereiten wir uns so gut wie möglich vor. Wir wollen am Ende nicht von ganz hinten starten. Genau, ich muss mal schauen, F1 und dann eben das F1 2017 Logo. Ob wer vielleicht beide böse sind. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Vettel, Hamilton und Kimi Räikkönen. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder.
Rangliste, Punkte-Rangliste, okay. Kann man jetzt zu jeder Zeit gucken. Rennleitung. Vorfälle, Fahrer. Wie kann ich da drüben? Achso, gehe ich einfach rüber, okay. Wie auf der 17. Nicht schlechtester Rotbereifter, das finde ich gut. Carlos Sainz, 13. vor uns, allerdings mit härteren Reifen ist er gefahren. Ja, ja, aber immerhin nicht letzter und die sauber waren schon auf den roten. Gut, weiter. Ah, jetzt gab's Vorfälle? Hä? Hab ich jetzt... Rennleitung. Hm. Beginnt auch mit R. Gut. Ich hoffe, dieses F1-Logo kommt bloß zu Beginn einer Session. Also heute habe ich Steam mal nicht im Offline-Modus. Ich habe das Gefühl, er versucht da irgendwas hochzuladen und es dauert deutlich länger, weil bisher habe ich ja schon einiges im Spiel herumgeladen und es ging deutlich flotter. Aha. Da läuft ein Kinofilm. Ach, böses Logo. Nein, da auch noch. Oh, nee. Hallo, Jeff. Ah, nein, Chris, natürlich. Prima. Willkommen in deiner zweiten Heimat. Wir kriegen Unmengen an Echtzeitdaten aus der Fertigungshalle. Und alles läuft hier durch. Also verbringe ich mehr Zeit mit der Analyse der Berichte und weniger damit, dich ständig suchen zu müssen. Deswegen... Sorry. Sekunde. Können wir dieses Logo da mal ausblenden da hinten? Ja, Chris hier? Ist es wichtig? Ich bin gerade beschäftigt. Hm... Okay. Ja, das ergibt keinen Sinn. Lass Sarah die Simulation nochmal neu starten, hm? Okay. Entschuldige bitte. Was ich sagen wollte, wir haben dir hier einen Arbeitsplatz eingerichtet. In den letzten Ecken. Du hast mit deinem Laptop Zugriff aufs Netzwerk, also kannst du den F&E-Status überprüfen. Und lass uns wissen, wie du die Daten am Rennwochenende und in den Trainingsprogrammen einsetzen willst. Ach ja, und denk daran, Nachrichten aus der Fertigungshalle sind nicht nur gute. Manchmal gehen Tests daneben, so wie gerade eben. Und wir müssen was anderes versuchen, damit wir das hinkriegen. C'est la vie, fürchte ich. Ob das das gleiche Gerät ist? Einführung zu Ressourcenpunkten. Ressourcenpunkte ermöglichen es dir, Fördergelder und auf einen bestimmten Entwicklungsbereich zu verteilen. Es ist wichtig, deine Ressourcenpunkte zu verteilen, um die Boliden und die Gesamtleistung des Teams zu verbessern. Du wirst die Mehrheit deiner Ressourcenpunkte durch den erfolgreichen Abschluss von Trainingsprogrammen erhalten. Mit zusätzlichen Punkten für eine starke Leistung, sowohl in Qualifying als auch in Rennsessions. Das Team hat ja viele Ressourcenpunkte zugewiesen, um die Entwicklung anzustoßen. Ja, jetzt geht's los. Talentbaum über 100, ich glaube 115 waren es in Gänze. Laptop. Dieses Logo da hinten auf dem Bildschirm, das ist nicht schön. Strapazierfähigkeit, Chassis, Aerodynamik, Antrieb und Kompetenzen. Aha. F&E-Baum ansehen. Jetzt wird's gleich viel werden. Huhuhu. Finde ich toll. Ich mag Fähigkeitsbäume. Strapazierfähigkeitsabteilung. Antriebsabteilung. Aerodynamik. Und Chassis. Empfohlenes Upgrade X. Kostet 1000. Frontflügel, Haupttragefläche. Ein kleines Update. Braucht 2 Wochen.
Kostet 1000. 0 von 9, 0%. Wird uns eine Ecke nach vorne bringen. Beschreibung ansehen gibt's auch noch. Ein neues Design der Frontflügelhaupttragefläche erhöht den Abtrieb und ermöglicht weitere Entwicklungsoptionen. Finde ich toll, immer so einen kleinen Beschreibungstext dazu zu haben. Finde ich sehr, sehr toll. Generell, also, es ist gewissermaßen schon selbstverständlich, da eine Erklärung zu bekommen. Sei es jetzt einfach die ganzen kleinen Tutorials oder die Einführung überhaupt von all den Leuten hier. Finde ich sehr schön, sehr lobenswert. Entwickeln zurück, Leistungstabelle an- und ausschalten. Was will ich denn als erstes machen? Strapazierfähigkeit. Mal gucken. Hineinzoomen. Wird hier was empfohlen oder geht's dann? Okay, wieder zum Frontflügel. Gibt nicht für jedes, für jeden Bereich eine Empfehlung, sondern eine Empfehlung. Hineinzoomen. Eine Woche 500. Reduziert den Abnutzungszustand aller Antriebs- und Getriebekomponenten um 10%. Das ist gut. Weniger Verschleiß und dann auch bessere Haltbarkeit. Das ist, glaube ich, das, was ich erstmal anstreben will. Denn es ist nichts wichtiger, als einfach ein Rennen zu beenden. Du kannst die beste Leistung haben, aber wenn die Teile nicht durchhalten, wenn du ausscheidest im Rennen, bringt dir das dir einfach gar nichts. Muss man zwar natürlich einen ganz guten Ausgleich finden, aber am Anfang fahre ich vielleicht noch etwas ruppiger, ehe ich ein Gefühl für bekomme, und da kann das, glaube ich, nicht schaden. Von daher eine Woche klein. Das geht dann erst, wenn wir das Vorangegangene entwickelt haben, soweit verständlich. Die Teile bauen gewissermaßen aufeinander auf. Dann erstmal hier. Entwickeln eine Woche. Genau, klein haben wir dann in China. Geschätzt, Preis 500. Gut. Dann haben wir noch über 1500 über. Ehe wir bei der Strapazierfähigkeit weiterkommen, müssen wir erstmal warten. 1000, behalte ich mir am Hinterkopf, was die uns empfohlen haben. Chassis ist beim Toro Rosso eigentlich ganz gut. Eher der Motor, der Renault-Motor. Es war auch wieder witzig, dass man als Kundenteam den Antrieb verbessern kann. Aber hey, es ist ja ein Spiel. Bringt uns... Es ist klein, 2 Wochen, kostet 1000er. Damit kann ich dann den Abtrieb vergessen, die Empfehlung. Beschreibung anzeigen. Eine verbesserte Zündanlage kann das Timing der Zündkerzen effizienter kontrollieren und die Leistung des Motors steigern. Mach ich. Motor ist mir wichtiger als erstmal Abtrieb. Gekauft bzw. entwickeln lassen. In Bahrain dann. 2 Wochen, ja. Gut. 600. Zerquetschte. Oh, McLaren. Was den Motor angeht. Ach toll, dass das unterschieden wird. Zwischen Leistungsdatenblatt insgesamt, Leistungsdatenblatt Motor. McLaren Honda. Aber toll. Dann können wir vor Renault stehen. Auch witzig. Wenn es passend läuft. Aktuell sind die jeweiligen Antriebsbefeuerten auf gleicher Höhe. Also Mercedes, Ferrari und Renault. Und dann unten der 2016er Ferrari-Motor. Und dann noch der Honda-Motor. Gut. Dann hier unten war es zu viel. Dann mal beim Grün vorbeischauen. Kostet auch zu viel. Gut, dann gehen wir, sind wir erstmal aus. Das ist wieder die Reifenaufteilung. Ein Ruflevel. Wie soll ich das gerade deuten? Red Bull ganz unten, McLaren ganz oben. Rangliste, Ruflevel. Das Ansehen. Da müssten da Ferrari und Mercedes ganz oben stehen. Die stehen jeweils fast am Ende.
Red Bull hat einen höheren Ruf. Der Ruf bei McLaren ist im Eimer, kann man das so deuten? Bei Red Bull am besten, finde ich aber auch seltsam. Was heißt denn gerade der Ruflevel? Schade, hier ist keine Beschreibung dabei. Trophäenraum, ach ja, Tutorials. Safety Car. Das Safety Car kann bei Zwischenfällen eingesetzt werden oder wenn die Fahrbedingungen zu gefährlich sind. Sobald das Safety Car auf der Strecke ist, ist das Überholen verboten und du musst deine Rundenzeit über einem Minimum halten, um hinter ihm eine sichere Reihe zu bilden. Du kannst dein Tempo mithilfe des Delta-Symbols auf dem Bildschirm einschätzen. Fahre nicht zu schnell, um im positiven Bereich zu bleiben. Sobald sich die Reihe gebildet hat, kehrt das Safety Car wieder in die Box zurück. Denk daran, dass das Überholen verboten ist, bis die grünen Flaggen an der ersten Safety-Car-Linie zu sehen sind. Ist der Zwischenfall weniger gravierend, kann auch das virtuelle Safety-Car eingesetzt werden. In der VSC-Phase muss man sich nicht einreihen, sondern lediglich über einer bestimmten Delta-Zeit bleiben und die Regeln der gelben Flagge befolgen, bis die Phase zu Ende ist. Flaggenregeln erklären, das wäre toll. Generell mehr Flaggen im Spiel. In den Boxen kann man eine Menge Zeit gewinnen oder verlieren. Halte dich also zurück, wenn du dich der Tempolimit-Linie der Boxengasse näherst. Während du dich ihr näherst, siehst du eine Benachrichtigung über das Tempolimit in der Boxengasse und die Entfernung zur Linie. Wenn du diese Grenze zu schnell überfährst, erhältst du eine Strafe für Geschwindigkeitsübertretung. Sei also vorsichtig. Man kann jedoch wertvolle Zehntel gewinnen, wenn man alles richtig macht. Also bremse erst so spät wie möglich. Bei der Boxenausfahrt ist es wichtig, nicht die Strecke zu befahren, bevor das Ende der weißen Linie am Ausgang der Boxengasse erreicht wurde. Gott. Die Reifenwahl ist ein entscheidender Aspekt in der Formel 1. Die aktuellen Reifenvorgaben geben den Fahrern mehr Freiheit als je zuvor. Pirelli erlaubt während eines Rennwochenendes 13 Sätze Trockenreifen und 7 Sätze Regenreifen. Du musst also darauf achten, dass deine Auswahl die Distanz überdauert. Von den Trockensätzen werden 3 von Pirelli vorausgewählt und für Q3 und das Rennen als verpflichtend markiert. Die Fahrer können jedoch aus 3 verfügbaren Mischungen wählen, um ihre Auswahl für die anderen 10 Sätze anzupassen. Vergiss aber nicht, dass jeder Fahrer während des großen Preises einen Satz von Pirellis verpflichteten Reifen sowie einen Reifensatz einer anderen Mischung verwenden muss. Das finde ich blöd, dass das immer noch nicht geht, dass man immer noch diese 3 kleinen Abweichungen hat. Die Führungsrunde bietet die Möglichkeit, deinen Rennstart zu üben und etwas Energie durch deine Reifen und Bremsen zu transportieren, um sie auf optimale Renntemperatur für den Rennbeginn zu bringen. Wenn die Ampeln auf grün stehen, entferne dich vom Start und bleibe in Position, um dein Auto in einem guten Zustand zu halten, während du eine Runde bei konstanter Geschwindigkeit fährst, um dich auf den Start des Rennens vorzubereiten. Ich werde auch, wie bei F1 2016, nicht testen, ob das Fahren in der Einführungsrunde eine Auswirkung hat. Ich will mir die Illusion einfach nicht zerstören. Rennen werden nicht an der Startlinie gewonnen, können dort aber verloren werden. Ein guter Start kann also einen entscheidenden Unterschied für dein Rennen bedeuten. Sobald die Ampeln angehen, betätige die Kupplung, indem du den Hochschaltknopf gedrückt hältst. Dann betätige das Gaspedal, um die Drehzahl nach oben zu schrauben. Wenn die Ampellichter ausgehen, lässt du die Kupplung los und fährst davon. Pass auf, dass du die Kupplung nicht zu früh loslässt, sonst riskierst du einen Frühstart. Ist deine Drehzahl zu niedrig, wenn du die Kupplung loslässt, kann dein Auto in einen Anti-Stall-Zustand gehen. Wenn das passieren sollte, musst du Ruhe bewahren. Verhalte dich wie beim Startvorgang. Kupple, schraub die Drehzahl nach oben und lass die Kupplung los, um wieder in Gang zu kommen. Das war ein Maldonado-Start in Spa. Apropos Frühstart hatte ich bei F1 2016 nie. Einmal einen Schlafstart, Baku. Aber dass das Losfahren während des Boxenstopps gar nicht erwähnt wird. Rivalität noch nicht, kommt noch. Dann gehen wir ins Training 2. Die Folge geht schon eine gute Stunde. Aber ich nehme mir die Zeit. Bin mal gespannt. Nein. Jetzt kommt das jedes Mal. Bin mal gespannt, wie groß die Folgen allgemein werden. Ich habe ja selbst das F1 2016 Abu Dhabi-Rennen noch nicht kodiert. Häng etwas hinterher. Ist ja auch gerade viel los. Dauert aber lange, bis die Zeichen hier kommen zum Weiterklicken.
Dann machen wir jetzt Benzin sparen. Start, super, weich, ja. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Ja, es ist noch Jeff, bloß da wurde ein anderer Filter drüber gelegt. Die Hölle wäre es gewesen, wenn sie den Renningenieur umgenannt hätten. Kann ich jetzt schon Vollgas geben? Mal gucken, ich gebe jetzt mal Vollgas. Ja, Vollgas ist drin. Mit dem Renault befeuerten Toro Rosso ist der Vollgas drin am Boxenausgang im ersten Gang. Muss halt früh genug hochschalten. Oh Gott, ist das dunkel. Ah, das wird ein Spaß werden. Also ich, wie gesagt, es gab bei F1 2016 25 Upgrades hinsichtlich der Leistung. Jetzt so viele kleine Zwischenschritte. Ich mag Fähigkeitsbäume in Spielen. Und es kommt gerade hier diesem Spiel sehr entgegen. Es kommt ihm sehr zugegen. Was mein Eindruck vom Spiel gerade dann ganz besonders positiv stimmt. Jetzt muss das alles auch ganz gut funktionieren. Aber das sehen wir einfach mit der Zeit. Jetzt erstmal ein klein wenig wieder reinkommen. Die roten Reifen kenne ich ja schon. Aus T1. Hier kann ich auch noch später bremsen. So, was machen wir jetzt? Benzin sparen. Mal gucken, was wir gleich beachten müssen. Ich darf die Gänge nicht ausreizen, nehme ich mal. Und ich muss trotzdem schnell genug sein, ne? Angepeilte Rundenzeit, ja. Mal gucken, wie das mir gelingt oder nicht gelingt. Aktuell noch. Ah, jetzt im Rot, ne, Grün angekommen. Ah, Rundenzeit, ade. Oh nein, ah. Ab einem gewissen Lenkradeinschlag kommst du rüber, aber musst du aufpassen, kannst dann sehr schnell in die Bande geraten. Ups, abgekotzt. Bringt mir aber nicht wirklich einen Vorteil, so wie ich da jetzt über die Ecke geschlittert bin, den Wagen erstmal wieder fangen musste. Der Gang war jetzt noch, ja. Na gut, die Runde wird's noch nicht. Tank ist fast leer. Kann ich den Benzinmix ändern? Dafür bin ich dann halt wirklich langsamer. Ja, könnte ich. Dann sehe ich aber zu, dass ich das einfach mit Standardfahren hinbekomme. Mit einer entsprechenden Schaltung, Fahrweise. Könnte man auch, wenn man richtig gut reinkommt, den siebten Gang erreichen. In der Ecke. Ist mal zu viel Randstein. Voll im roten Bereich. Die Runde war nicht gut, du musst dich noch verbessern. Etwas zu spät eingelenkt. Wieder zwei Nasen. Jetzt überdrehe ich den Motor nicht. Deswegen bin ich gerade im grünen Bereich. Aber auch gut, dass es das extra gibt, denn dadurch kann man einfach das Benzinsparen noch mehr etwas forcieren. Über eine Sekunde Vorlauf. Na, einen kleinen Ticken später bremsen geht noch. Und besser einlenken bitte noch.
außen. 1,7 Vorlauf. Das war eine akzeptable Runde, aber du schaffst definitiv mehr, wenn du daran arbeitest. Upsa. Habe ich jetzt mal deutlich rausgenommen, weil das war wirklich ein Vorteil. Na, Zweitin ist auch kacke, weil dann kommst du doch wieder zu weit nach außen, wenn du den hohen Rheinstein da erwischst. Ne, fünfter Gang ist zu hoch, aber muss man auch erstmal rausfinden. Jetzt bin ich gerade wieder zu überdreht, was das Schalten angeht. Oh, reingerutscht. Zum Glück werden die Reifen nicht. Zum Glück müssen die gerade nicht geschont werden. So anstellen. Komm schon. Nein, was denn? Ach man, keine Bohren, gelb. Da wollte der Wagen sich einfach nicht fangen lassen. Jeff sagt gar nichts zu dem Programm. Mann, ey, ich hatte es auf der Hand in der letzten Runde, aber nee. Einmal grün war dabei. Gut, dann fahren wir jetzt rein. Dann heißt es nochmal Rennstrategie fahren. Und dann am Ende in T3. Qualifying Tempo. T2 heißt, ist einfach eine Kennziffer für das Programm, was wir gerade fahren. Benzingemisch 2, Standard. Das mit den Zahlen ist nicht neu. Und hier steht der Tankinhalt daneben dem Benzingemisch. Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Die Box ist zurzeit belegt. Bleib auf der Strecke. Bleib auf der Strecke. Okay. Hallo? Das konnte ich nicht hören. Wiederhol es bitte. Ich wollte bloß jetzt mal gucken. Also ich wollte jetzt mal kurz das geöffnet haben. Ich schaue mir das dann in Ruhe nochmal an. Wenn ich die Folge bearbeite, ob da interessante Funksprüche dabei sind. Deswegen wollte ich die jetzt mal eben beide Seiten mal offen haben. Damit ich es einfach im Bild habe. Sonne steht ganz schön tief. Schwenkarm. Badum. Und wieder zeigen die uns die wunderschöne Animation oder zeigen sie uns, wie sie die Heizdecken auf vielleicht auch nicht vorhandene Gummis auflegen. Grün, Qualifying Tempo nicht, dann jetzt noch das. Alles bereit. Das ist ein roter Wagen. Sind wir da oben so in der Box? Kabel hängt da. Mal etwas umschauen. Die Sonne steht immer noch tief. Und das Spiel hat mal kurz gehangen. Ich glaube, da kommt jemand mit raus oder da kommt jemand auch auf der Strecke. Wollt ihr vorbeifahren? Also ein Schneller ist dabei.
Der Annäherungspfeil zeigt uns auch an, wenn einer neben uns ist. Wenn wir nicht rüberziehen sollen, dann wird das mit einem roten Pfeil signalisiert. Klein, aber fein. Nicht schlecht gemacht. Ich war schon erstaunt, dass, na wobei, seit die GEMA zum Beispiel, die GEMA-Sache geklärt ist auf YouTube oder etwas entspannter läuft, ist es mit Musik schon etwas einfacher geworden. Insofern, na, ich war dennoch ein klein wenig überrascht, dass der Song Born to be Wild auf YouTube Liebe-Musik ist. Also weder Werbung vom Anspruchsteller, vom Rechteinhaber, noch, ja, wenn es ganz blöd kommt, dass eine Folge gesperrt wird. Aber jetzt, wenn das Spiel diese Animation da, diesen Übergang nutzt von der Formel 1, naja, muss ich mir aber erst noch ein Bild verschaffen, indem ich einfach mal schaue, das vielleicht nicht doch lieb ist. Wenn es ganz blöd kommt, dann springt das YouTube-System erst ein paar Tage später oder Wochen später an, dann wird die Folge nachträglich gesperrt. Nein! Jetzt bin ich schon zum dritten Mal hier heute gefangen, ey. Die Runde kann ich damit wieder vergessen. Also da muss ich mal ganz besonders drauf achten. Ist mir jetzt noch nie zuvor passiert. Aber ich habe gerade so eine Schlüsselstelle für mich gefunden. Heute. Hinten ist Wasser, aber ich lasse jetzt niemanden vorbei. Der fünf Runden kann ich schon mal vergessen. Und hier sind alle fünf Runden entscheidend. Da halte ich einen Williams auf. Ist das Herr Stroll? Jetzt gebe ich dem aber etwas Kette. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Zu schnell rein, deswegen Federgang. So, ein weiteres Mal. Habe ich gemacht? Rennstrategie. Das ist neu. Angepeilte Punkte. Angepeilte Rundenzeit. Also einfach bloß eine konstante Rundenzeit erzielen. Warum jetzt der fünfte Gang? Ich glaube, eine alte Gewohnheit. Die Rundenzeit kann ich noch schaffen. Oh, diesmal etwas stärker touchiert. Habt ihr schon mal leicht berührt? Tolle Leistung, Rundenzeit passt. Wir bekommen großartige Daten. Benzinverbrauch, Kilogrammangabe. Okay, schaue ich mir später nochmal an. Jetzt erstmal Kurve. Schaue ich mir in Ruhe nochmal an. Jetzt habe ich schon einen kleinen Rückstand mehr eingefahren. Blenden der Sonne auch noch. Und Wiese. Die Kurve eine ganze Ecke besser hinbekommen. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden.
Ja, mit dem Verbrauch an Benzin berechnen die uns auch dann die Benzinmenge. Zu spät rein. Aktuell sind wir vor Magnussen. Die Zeiten kann man hier aber weiter nicht vervollnehmen, denn jeder fährt ein anderes Programm. Ich weiß nicht, ob die KI so ein, ja, in etwa Programm fährt, so wie wir. Ey, Vorsicht da hinten. Aber meinerseits kann man die Zeit ja noch nicht so ganz vollnehmen. Ich kann meine Zeit noch am besten einschätzen. Meine Bestzeit kommt hoffentlich noch. Ich verliere Zeit auf der Geraden, also wird die Runde nix. Die Runde war nicht gut, du musst dich noch verbessern. Die Kurve ist deutlich besser hinbekommen. Wieder 2000. Knappe halbe Sekunde Vorlauf. Zu spät gebremst. Kostet hier Zeit. Perfekt reingebremst. Knappe 6 Zehntel Vorlauf. Ein Stück zu weit hin. Jetzt werden es gleich 7 Zehntel sein. Dann habe ich 2 rote und 2 grüne Runden, wenn es passt. Da war ich zu spät drin. Aber die Runde habe ich. 1,2 Sekunden dann doch noch geholt. Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Ist aber nicht lila. Letzte Runde. Womöglich bekommt man mit besseren Teams, wie zum Beispiel Mercedes-Ferrari, zu Beginn mehr Ressourcenpunkte vom Team bereitgestellt. Oh oh. Der rasselt mir voll drauf. Bist du in Ordnung? Er ist mir drauf gerasselt. Verstehe nicht, warum die Schaltplatten hier nicht funktionieren. Kameraperspektive. Was? Achso, ich. Ah. Es gibt jetzt eine frei einstellbare Kamera, das ist ja cool. Aber wie spult man hier Foto machen? Aha. Aber wie macht man hier irgendwas, was ich will? Ich muss erstmal wieder auf die Strecke gucken. Ach nee, das ist ja das Pedal. Okay, okay. Aber wie ich will eigentlich... Ich bin im Fotomodus. B. Okay. Spulen. RTLT. Ach, da unten? Okay. Dann, oh. Boah. Also im Haas sitzt man ja ganz schön eingeengt. Herr Hintermann. Und dann grün. Naja, ganz schön blöd. Oh toll, der Reifen geht gar nicht mehr durch. Durch den Wagen. Ungewohnt, die Knöpfe zum Spulen hier unten zu haben. Ja, was mache ich denn jetzt? An sich würde ich mich ja gerne wieder rumdrehen, aber der fährt mir doch nochmal drauf. Insofern Rückblende hier. Wo bin ich denn jetzt? Okay, hier. Dann kann ich die Runde jetzt vergessen, ist aber auch nicht so schlimm, denn mit einem Fahrfehler hätte ich die eh nicht mehr hinbekommen. Das war wohl ein kleines Anzeichen, was die KI machen könnte. Gut, da war ein Schatten, aber dass er da so gänzlich drauf brettert. Ich will jetzt natürlich noch kein Urteil über die KI fällen. Das war jetzt ein Vorfall von
über 100, die wir erleben werden. Wenn KI-Fehler passieren, ist das ja gut, denn wäre blöd, wenn eine KI keine Fehler machen würde. Das wäre langweilig. Schon wieder. Also das Wagenabfangen ist noch etwas neu für mich. Das Gefühl. Habe ich noch kein Gefühl für gefunden. Ich fahre die Runde natürlich zu Ende, damit die zwei Runden da immerhin zählen. Dürfte im Endeffekt aber nur rot bedeuten. Jupp. Langsames Tempo. Nun gut, dann fahren wir jetzt rein, dann gehen wir in T3, dann wird dann das Qualifying-Tempo noch gefahren und dann sind wir hier erstmal durch. Erste Folge ganz besonders lang. Wird in Zukunft dann auch... Oh, Herr Stroll war jetzt auch neben der Strecke. Wenn ich jetzt rüberziehe, genau, hängen wir aneinander. Wir sehen also geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Ich muss zugeben, das war jetzt blöd. Es war bewusst einfach mal gemacht, um das zu zeigen, dass der rote Pfeil eben bedeutet, der ist gerade neben uns. Nicht rüberziehen. Gilt für beide Seiten. Warum blöd im Nachhinein? Also einerseits macht man das natürlich nicht, aber andererseits, wenn es ganz blöd gekommen wäre, hätten wir eine Strafe davon gezogen und die hätte ich dann akzeptiert, weil es war bewusst meinerseits. Auch wenn es unbewusst gewesen wäre. Es war ein klarer Fehler meinerseits dann im Endeffekt. Aber ich wollte es im Zuge der Wissenschaft einfach mal gezeigt haben. Ja, es blinkt dann hier wieder rot auf jedes Mal an der Linie. Alonso mit den weichesten Reifen hinter uns, Ocon vor uns. 1:29.954. Schnellste Rundenzeit bisher, werde ich mir mal notieren. Sollte im Qualifying-Tempo natürlich dann noch schneller werden. Mit noch schnelleren Reifen. Und die Heizdecken da am Rand, das sieht noch etwas seltsam aus. Jetzt nicht so schlimm. Schade, in eine Minute. Reparaturzeit. Die müssen jetzt. Ach so. Am Wagen zu reparieren. Da gibt es dann kein Vorspulen mehr. Wir müssen jetzt wirklich so lange warten, bis repariert wurde. Und dann können wir erst wieder rausfahren. Könnte man vorspulen, Zeit beschleunigen, ja. Das ganz Gewöhnliche. Finde ich gut, dass das jetzt so gehandhabt wird. Kann ich aber auch schon eher raus. Ja. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Vettel, Raikkonen und Valtteri Bottas. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Vorfälle keine. Dann jetzt noch die restlichen 5 Videos. Und das Qualifying-Tempo. Aber die Zeit muss man sich auch nehmen. Erstmal in das Spiel reinfinden, die ganzen Neuerungen sich einfach mal vor Augen führen, vielleicht drüber nachdenken. Es lädt, ich kann noch mehr nachdenken. Ich muss in Zukunft mal wieder Steam offline schalten. Weil so lange, na gut, in der Carrera habe ich es noch nicht getestet, aber scheint mir gerade zu lang zu sein. Müssen wir jedes Mal in den Container, wo sie auf ihren Stühlen hocken gehen, um am Wagen was zu ändern? Oder kann man auch hier rein? Wir müssten doch eigentlich aufs Netzwerk da zugreifen können. F und E, Baum ansehen, okay.
Gut. Dann hier hinten Filmchen. Die noch. Die unteren sind ganz interessant, finde ich. Heute, denke ich. In der Ära der Hybridantriebstechnologie setzt die Formel 1 ein striktes Limit für die Benzinlast. Die Teams werden ihre Autos des Gewichts wegen eher mit weniger Treibstoff auf die Strecke schicken, was aber auch bedeutet, dass die Fahrer während des Rennens Treibstoff sparen müssen. Benzinsparen wird durch bestimmte Motoreinstellungen oder durch die sogenannte Lift-and-Coast-Technik erreicht. Diese Technik bedeutet, dass der Fahrer einige Meter vor der eigentlichen Bremszone vom Gaspedal geht und während dieser Distanz nur durch Luftwiderstand den Bremsprozess einleitet. Dadurch wird die Menge des verbrauchten Treibstoffs reduziert, während die Geschwindigkeit trotzdem relativ hoch bleibt. Der beste Ort für den Einsatz der Lift-and-Coast-Technik ist das Ende einer langen Geraden und vor einer starken Bremszone. Also, ich mache das bewusst nicht, weil ich gleich das lieber über frühes Hochschalten aus. Mag dann zwar ineffizienter sein in der Mathematik, aber ist mir lieber, als da den Wagen so rollen zu lassen. Im Zweikampf macht man es ja sowieso nicht, aber ist mir nix. Halte ich nicht viel von. Rennstrategie. Das Programm dient der Entwicklung einer persönlichen Rennstrategie. Dieser Test hilft dem Team, die Menge des verbrauchten Treibstoffs richtig einzuschätzen und aufgrund dessen die richtige Reifenwahl für das Rennen zu treffen. Die Resultate hängen von den Daten ab, die mit deinem Fahrstil zusammenhängen. Dein Management von Treibstoffverbrauch und Reifenabnutzung im Test wird zum Beispiel eine Strategie erzeugen, die von diesen Variablen abhängt. Habe ich jetzt mein Rennen damit versaut? Nein, ich musste der Empfehlung nicht nachgehen. Aber vielleicht spiegelt es ja das genau wider, wobei es sollte es nicht, denn im Rennen sollte es besser laufen. Für langfristige Erfolge in der Formel 1 ist es unerlässlich, immer auf dem neuesten Stand der Entwicklungen zu sein. Die Ressourcen sind aber begrenzt, also wähle sorgfältig aus, wie du sie einsetzen möchtest. Im Laufe deiner Karriere wirst du Ressourcenpunkte verdienen und es gibt 4 Abteilungen der Autoentwicklung, in denen du sie einsetzen kannst. Chassis, Aerodynamik, Antrieb und Strapazierfähigkeit. Jede von ihnen kann jederzeit mit der Forschungsarbeit für neue Teile beauftragt werden. Manchmal kann auch ihre Infrastruktur verbessert werden. Höhere Upgrade-Levels kosten mehr und benötigen mehr Zeit. Die Leistungssteigerung fällt aber dafür auch beträchtlich höher aus. Du wirst die richtige Balance für deine Bedürfnisse finden und die Leistung im Laufe der Saison maximieren müssen. Nehmt doch bitte dieses Video da im Hintergrund raus, was auf dem Bildschirm läuft. Naja, vielleicht. Ärgert mich gerade, dass ich da nicht vorher nachgeschaut habe. Vorm Hochladen werde ich es auf jeden Fall noch auskundschaften, ob das gewollt ist vom FOM oder nicht. Im gesamten Verlauf einer Formel 1-Saison darf jeder Fahrer maximal 4 Motoren und Getriebe verbrauchen. Werden diese Limits überschritten, werden Strafen verhängt. Jede Komponente nützt durch Gebrauch ab, was mit der Zeit zu einem Leistungsverlust führt. Die Fahrer müssen den Abnutzungsgrad jeder relevanten Komponente im Auge behalten und entscheiden, wann sie die alten gegen neue Aggregate eintauschen wollen, um die richtige Balance zwischen Leistung und Zuverlässigkeit nicht zu gefährden. Gut. Dann T3. Drücken, drücken, rechtzeitig. Ich habe hoffentlich eine gute Reaktionszeit. was will ich denn hier? Jetzt nix. Reifen mal gucken, jetzt ausnahmsweise mal nicht. Was, Nico Rosberg wurde da gerade gesagt? Vom Streckensprecher. Dann das erste Mal lila Reifen an diesem Rennen machen. Fängt Tempostarre zu Beginn der nächsten Runde. Na, die Anzeige hat ja auch schon mal umgesponnen. Allerdings noch nicht in diesem Spiel, soweit ich es mitbekommen habe. Was haben die Teile denn schon runter? Oh Gott, schon fast zweistellig. Es wirkt so beängstigend. Wenn ich da an die Reifen denke, also 50-60%. Der kommt auch aus der Box, da muss ich jetzt nicht vorbeilassen. Nicht zwingend, aber der wird schneller sein, deswegen werde ich ihn doch vorbeilassen. Ist ja immerhin ein Ferrari.
Im Grunde müssen die fünf Rennwochenenden halten. Das Teil, was die Abgase in Energie umwandelt, hat schon viel weg. Getriebe auch relativ. Auch der Verbrennungsmotor. Bremsenergie. Und die Batterien, die haben bisher am wenigsten weg. Bremsenergieumsetzer, MGUK. Der Generator an der Hinterachse. Turbolader hat auch schon bald zweistellig erreicht. Naja, jetzt fahre ich auch fett, ne? Okay. Das Benzin dann im Rennen wirklich perfekt sich einzuteilen und so wenig auf Fett fahren wie möglich, kann dann auch wichtig sein. Weil der Verschleiß dann einfach höher, egal wie du fährst, egal wie du schaltest. Auf Fett werden die Teile einfach mehr beansprucht. Ja, besser einsteigen. Zu viel Randstein und ein Stück Wiese mitgenommen. Wagen hat sich quergestellt. Und zu spät rein. Hallo. Jetzt im roten Bereich angekommen. Könnte ich aber noch schaffen, wobei ich jetzt noch bis zur nächsten Kurve verliere. Ja, den habe ich wieder umgesetzt, da hat man ploppen gehört. Und ich will hier noch mehr Zeit. Okay, die Runde kann ich auch vergessen. Jetzt ist wieder bloß eine Runde wichtig. Nicht alle drei in Summe. Hier hole ich wieder Zeit raus. Na, vielleicht wird es ja doch mal was. Mit der richtigen Runde, ob ich hier noch in den siebten Gang komme? Mal gucken. Halbe Sekunde jetzt Rückstand. Zielzeiten heran. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. Einfach eine saubere Runde hinlegen, dann wird das was mit Grün. Bisher passt die Runde. Bin ich mit zufrieden. Hast du vorher angebremst? 13. Vorlauf. Na, 4. Richtig schön rein. Hier kann ich noch mehr am Ausgang geben. Da bin ich bisher noch einen kleinen Ticken zu verhalten. Jetzt eine knappe Sekunde Vorlauf. Nee, so aktuell komme ich noch nicht in den siebten Gang. Ist ja auch kein Muss. Könnte mit einem verbesserten Wagen dann anders aussehen in vielleicht einer Saison. Über eine Sekunde Vorlauf. Das Trainingsprogramm ist vorbei. Mehr brauchen wir nicht fürs Erste. Fahr möglichst schnell in die Garage. In- und Outlap werde ich auf Mager fahren, ab sofort. Denn das schont einfach die Teile. Und entsprechend hier nicht überdrehen. Teile schon. Je früher ich damit anfange, vor allem in solchen Phasen wie jetzt in Outlap, umso mehr habe ich am Ende von meinem Wagen. Bin aber mit dem freien Training ein bisschen zufrieden. Also das Spiel macht einen sehr tollen Eindruck, hat einen schönen Zuwachs an Umfang zu verzeichnen. Das gefällt mir sehr, wenn das auch alles noch wunderbar funktioniert. Ja, wunderbar. So, frühes Hochschalten ein Muss.
muss ich mir jetzt auf jeden Fall die nächsten Rennen einbauen. In- und Out bleibt wirklich sehr schon fahren. Na gut, im Qualifying dann die Outlap noch am ehesten mit etwas Schmackes gegen Ende angehen. Aber da werde ich schon ein Gleichgewicht finden, weil ich es einfach finden muss. Am Hintermann, nee, den block ich noch nicht so ernsthaft. Rein kommt da nicht der Herr Renault-Fahrer. Finde ich schön, dass es den Boxengassenbegrenzer gibt. Wenn du erstmal unter das Limit gekommen bist, dann kannst du den auf jeden Fall reinknallen. Auch schon etwas eher und dann eben Vollgas geben. Oh, ich sehe gerade schon über 90 Minuten geht die Folge. Meine Stoppuhr, die Anzeige, die ich hier gerade habe, die geht bis maximal 99 Minuten. Das wird, glaube ich, die längste Folge überhaupt werden. Die nächsten freien Trainings werden dann kürzer, aber das wird sich alles dann schon irgendwie einpendeln. Also 5 Minuten habe ich noch. Dann habe ich die 99 Minuten erreicht. Das wird dann wohl das längste Video von mir. 195 von 275 ist eine ordentliche Ausbeute, wie ich finde. Gut. Erwartet wird damit Platz 9, wenn ich die Zeit denn bestätige. Schnell durchschalten. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Vettel, Bottas und Lewis Hamilton. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Also eine 1,28 sollte dann auf jeden Fall ein Muss sein. Ein sehr langes erstes Training geht zu Ende. Viele Eindrücke habe ich gesammelt, bisher grundlegend nur positive. Und ich bin schon auf die nächste Session gespannt. F1 2017 gefällt mir bisher sehr. Und jetzt muss ich noch dazu finden, dass ich auch noch meine Leistung konstant halten kann, damit mir diese auch besser gefällt. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.